Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe 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 Govinda Govinda Radhe. Out of flow. Bin ich in oder we want to feeling will grow inside. Wenn wir in dem Flow sind, dann werden sich die Gefühle erhöhen und immer mehr davon geben. I always say the feeling is a living entity. Ich betone immer wieder, dass die Gefühle in jedem Lebewesen sind. A non-living entity, there is no feeling. Und in dem, was nicht lebt, da gibt es keine Gefühle. Right or not? Yes, the plastic box, Gudi. Right. Your car has a feeling for you? Hat ein Auto Gefühle für dich? No. Your table and chair feels for you? Haben Gefühle, haben dein Tisch und dein Stuhl, haben die Gefühle für dich? But this is the gift inside you, because you are the soul. Aber das ist das Geschenk, was wir innerlich haben, weil wir sind die lebendige Seele. Right, Rama, Radha, Ramananda, you agree with me? Yes, Gurudev, fully agree. That the form. We have to grow feelings. Yeah. We have to grow our service. Unsere Gefühle gilt es zu wachsen zu lassen, unseren Dienst. That the, your love for your Ishtadev. Das wird die Liebe für den Ishtadev hervorbringen. Und das zeigt die Liebe. Yeah. And yes, when because you give that love from there, you give to every living being. Und dort, that, wo wir die Liebe empfangen, aus diesem Ozean der Liebe von Sri Radhika, das vergeben wir an because alle you Leben. Because you receive the flow and how you can hold, you have to distribute it. It's a flow. You cannot hold the flow. You see the water flow. What you say, this water damp cannot stop it. When the flow is powerful, it will flow. You have to open the gate of the flow. How you can hold in the damp? You have to open it. Huh? Mm. Translate, my dear. Sunite? So, can you hear Gurudev? Can the other Gurudev hear? Yes. Okay. Maybe the Suniti, I think the video is blocked for the moment. Ich glaube auch Suniti ist rausgefallen. Sie wird sich wohl wieder ein. Jetzt sehe ich sie wieder. Ich sehe sie wieder. Suniti. Die scheint sich nochmal einzuloggen. Sie ist weg. But damn, you were talking. Gurudev. Gurudev, very nice greetings from Kamala and Kamala Nath. Give my dhanavad and big hug to them. Yeah. I miss them very much. Yeah, I know. We miss you too, Gurudev. Yeah, I feel always your love. I have more time now for spiritual things, so this is good. You have always time, I know this. Yeah, now it's better. You are Janak. You live in full material life, but nothing can attach you. Yeah. Hopefully it is so. Yeah, I know. A special quality inside you. Bruder from Ambarish. Weißt du, Ambarish is, glaube ich, auch. Maybe Ambarish is also here. Ambarish is also very great soul. Yeah. He's your son or what? Yes, my son, yeah. Wow, grown up. Yeah. 9 years old. Alles good?
Everything is good, yeah. Wow. Your wife is fine? Yeah. Very good. Everything is good. Okay. So we have more time. Corona is bad, but we have more time for family. That is some way mercy to us. And you, is everything is okay, Gurudev? Fantastic. Fantastic. Okay, this is good. Sounds good. Sounds good. Very healthy, everything fine. Suniti, du bist stumm geschaltet. Jetzt aber wieder, ja? Ja, jetzt hören wir dich wieder. Okay. Sehr gut. So, Sri Radhika, she is an unbridled nectar ocean of love. Du bist stumm geschaltet. Has a heavy flow of water, dam will hold it, or it will, you have to open the gate of the dam. Yes, a heavy flow, also ein großer Fluss von Wasser, den kann man, also von dieser Liebe, den kann man nicht aufhalten, sagt Gurudev. So, we cannot hold this love. We have diese to open our gate to flow it. Diese Liebe von Radhika, wenn sie dann kommt in uns, dann können wir die auch nicht aufhalten. Wir müssen unsere alle Kanäle öffnen, um sie weiterzugeben. And when we are conscious with my material body, it go in material side. And if you are conscious with the spiritual body, it go direct to divine couple. So, wenn wir im Bewusstsein des materiellen Körpers leben, dann gehen die Energien in diese materielle Ebene. Und wenn wir Bewusstheit haben über unseren spirituellen Körper, unsere spirituelle Existenz, dann geht das in diese Richtung. Yes, Gurudev. Go. In this verse, Sripad gives some indications of the glories of this supreme truth named Radha, whom he wants to take shelter. This is the supreme truth of her. Sri Radhika ist die höchste absolute Wahrheit, von der Sripad Zuflucht suchen möchte. Yes. So Krishna come from Goloka to taste this. Krishna kam sogar von Goloka herunter, um das zu kosten als Chaitanya Mahaprabhu. To leave all his opulence. Er verließ all seine Reichtümer und wurde ein Kuhhirtenjunge. Simple, no any position. Ohne große Position, einfach. No home, no clothes. Kein Zuhause. Any education. Keine Ausbildung. You see any cowboy. It still is going on. Das findet immer noch statt. Switzerland people knows very well. Die Leute aus der Schweiz wissen das auch genau. Why? That makes Krishna supreme. Das macht Krishna den Höchsten. That he is a supreme because he can in love, he can leave all his things and he want to be mad to receive some drops of love. Dass er seine ganze Position und alles hinter sich lassen kann und einfach in einer Verrücktheit lebt, um ein paar Tropfen von Liebe von Srimati Radhika. Das macht ihn besonders zum Höchsten. He is not supreme because he is the creator of everything. Vishnu is Narayan, is creator of everything. Weil er alles schöpft. Lopa. Das macht Vishnu und Narayan. Die sind die höchsten Schöpfer, Götter. But nobody says supreme. Aber niemand nennt sie die höchsten wirklich. But Krishna is supreme because for opulence he don't bother in the to receive the love. He want to be a beggar. Krishna ist der Höchste. To be happy with, to become better. Er ist glücklich darin, ein Bettler der Liebe zu sein. And he is doing Narvada Lila. Daher spielt er das Narvada Lila, das sagt Narayan Maharaj auch so oft, das ist das menschengleiche Spiel auf Erden.
like a human. Wie ein Mensch verhält er like sich. You, like me, he Krishna I'm behaving. Wie du und wie ich, so verhält sich Krishna. Why? That you understand. Damit wir verstehen. All human can understand what is the beauty of love. Weil alle Menschen können verstehen, was die Schönheit der Liebe ist. Why Radhika is supreme? Supreme is telling Radhika is supreme. Der Höchste sagt sogar von Radhika, dass sie die Höchste ist. You see that? Yes. Krishna is Raso Vaisaha. Krishna ist Raso Vaisaha, der Genießer aller Geschmäcker der Liebe. And Radhika is Rasa Sar. Reservoir of the Rasa. Ist der, das Behältnis all dieser Rasa, all dieser Geschmäcker der Liebe. Non-stop. Ununterbrochen. Flow. Fließt. Of love is going only one point to Krishna. Ununterbrochen fließt der Fluss der Liebe aus ihrem Herzen, aus der Quelle ihrer Existenz. Why our senior acharyas, they say Radha Kund is the highest place. Warum sagen unsere ältesten Lehrer, dass der Radha Kund der höchste Ort und der heiligste Ort ist? See reservoir of Radha Kund for the water 24/7 non-stop going to Krishna. Weil 24 Stunden geht dort das Wasser ohne Unterbrechung zu Krishna, zum Shyamakund. And it is still dry. Is more and more requirements are there. Und immer wieder trocknet das Radha Kund. Is also weil er braucht food. Immer mehr Liebe vom Radha Kund, von Radharani. Sometime you go, it's a green. Manchmal geht man hin und es ist grün, der Radha Kund. Why green? Warum? Is it old water, right? Ist das altes Wasser? No. When Nein. You mix with yellow to blue, it becomes green. Nein, weil wenn man gelb und blau mischt, dann wird es zu grün. Right or not? Take two colors. Nimm mal die beiden Farben und vermischt sie. Deep, intense living become dark green and very thick green. Und das Ganze wird ein dunkles Grün, ein ganz, ganz sattes Grün zusammen. Das Gelb und das Blau. Is a white like a milky. Next morning is a milky. Sieht der Radha Kund weiß und milchig aus. Different color you can see there. Dort kann man immer wieder neue Farben entdecken. Why? Warum? The exchange of love. Es ist der Austausch ihrer Liebe, die diese Farben wechseln lässt. What is this milky color, Gudi? Was ist denn diese milchige Farbe? When Radharani win. Wenn Radharani gewinnt, then she is on top, Gudi. Dann ist sie sehr glücklich. Very happy. It becomes milky. Dann wird es so milchige weiße Farbe, wenn sie gewinnt, das Spiel. Sometimes dark color. Manchmal gibt es ein dunkle Farbe vom Radha Kund zu sehen. Krishna winning now. Jetzt hat Krishna gewonnen. Yes. Their play. Das ist alles ihr Spiel. Nothing in our control. Only we can feel and understand it. Es ist nichts in unserer Kontrolle. Wir können nur versuchen, es zu fühlen und dadurch zu verstehen. Rade. Sei Rade. First of all, he says that Sri Radha is Manju Swabhav. She has a beautiful, charming nature. So, Sri Radha ist eine, hat eine wunderschöne, bezaubernde Natur. Sri Radhika Gurudev is Manju Swabhav towards Shyama Sundara, towards her girlfriends, towards her maidservant. And to all the people of the world, she has this beautiful, charming nature.
Sie hat diese wunderbare, bezaubernde Natur gegenüber Shyam, gegenüber ihren Freundinnen, ihren kleinen Dienerinnen und gegenüber alle Menschen dieser Welt. You see that? Kann man das sehen? Vinod Baba. Dann wird so Vinod Baba gehen in Varshana. You go to any Siddha Baba. Oder irgendeinem Siddha Baba. Saintly person. They have also charming. Sie haben all dieses bezaubernde, dieses charmante Wesen von Sri Radhika. They always, if I do mistake, they appreciate and they try to change us. They don't discourage us. Dann entmutigen sie uns nicht, sondern sie schauen das an und versuchen uns zu ermutigen. Manjushwar. Das ist Manjushwar Bhav, die Süße. Increasing nature. Eine Natur, die andere wachsen lässt. Right. Jai. And demoniac nature, when our growth, it is not Manjushwar. It's how to fight, how to see everything negative. Und dämonische oder widergöttliche Natur, die lässt alles negativ aussehen und will kämpfen und es runtermachen. Right. And Manjushwar is what you say in English, Suniti? Charming and beautiful, charming nature. Very sweet. Sweet and soft. Madhu Madhur Gurudev. Madhur Madhur. Yeah. So how sweet is Radhika's love? Completely selfless love for Govinda. Selfless. Wie groß ist ihre selbstlose Liebe gegenüber Govinda? Selbstlos. Love, we say love, but in sadhak deha, selfless not coming. Wir reden von Liebe, aber in unserem menschlichen Körper kommt keine wirklich selbstlose Liebe. Reason behind it. Das ist der Grund. Der Grund dahinter, was ist der Grund? How selfless will come when we will grow to reach to Radhika's feelings, to understand more close to Radha. Wir können selbstlos Liebe entwickeln, wenn wir mehr in Richtung von Srimati Radharanis Gefühlen uns entwickeln und diese Gefühle zu unseren eigenen Gefühlen machen. And it cannot possible without Sarupavish. Und das kann nicht kommen, ohne dass wir die Svarupavish haben, die Vertiefung in unsere spirituelle Existenz. My constitutional position. Prabhupada. Meine institutionelle Position, so sagt es Prabhupada in der Bhagavad Gita. Sarup and Sarup Siddhi. Page 4 here. In der auf der vierten Seite der Bhagavad Gita Einleitung sagt Prabhupada diese Worte Svarup und Svarup Siddhi. Die spirituelle Form und die Vollkommenheit in der Erkenntnis dieser Verwirklichung dieser spirituellen Form. And this is the goal. Das ist das Ziel. Hare Krishna is always with you. Radharani will be with you and Krishna is always with you. Where you are searching for? Immer mit uns und Radharani wird auch mit uns sein. Aber wo suchen wir? Only we need to come to the real identification of myself. And they are there. Wir müssen nur kommen zu der wirklichen Identifikation meines Selbst und dort sind sie. The distance of identification we want to see from my senses, body and ego. Very far. Wenn wir versuchen, sie von unserem Sinnen, von unserem Ego und von unserem Körper aus zu verstehen, sind wir sehr weit entfernt. Because we not want to be in my constitutional position. Weil ich dann nicht in meiner konstitutionellen Position bin, in meiner wesentlichen, ursprünglichen Seelenkörper. Gaurvani? Oh, Gaurvani! Radhe, Radhe, Gurudev. Yeah? Yeah? You know this. You say yes, yes or not? Yes. Yeah? Yeah? You're absolutely right. Yes, yeah. Only this is the distance. Nur das ist der Unterschied.
How much time it will take, that depends upon us. Und wie viel Zeit es braucht, das hängt auch von uns ab, dass wir da hinkommen, dass wir da Verwirklichung haben. Right, Gopinath? Right? Yes, 108%. This is the distance. And distance is not outside. 1,000 kilometers or something. Inside this, my materials, my human body. Und diese Entfernung ist nicht außen, das sind nicht 1,000 Kilometer, sondern das findet in mir, in meinem körperlichen, menschlichen Bewusstsein statt. Doctor is such. Versuch das. You are all German. Untersuchung, ihr seid doch alle Deutsche. You are very intelligent for researching. Etwas zu untersuchen, etwas zu durchleuchten. If you want to research, research this, how to do it. Und wenn es wirklich etwas Wichtiges zum Untersuchen und zum Recherchieren gibt, dann ist es dieses, wie kann ich in meiner spirituellen Existenz leben? Wow. So, Krishna says in Bhagavad Gita, I am equal in all living beings. I hate nobody and nobody is dear to me. Krishna sagt, ich bin allen gleichgesonnen und niemand ist mir lieb, sagt er sogar. Naughtiness. Das ist ja wohl frech, oder? And you are running for him. Und du rennst ihm hinterher noch. He said, I love everyone and I hate also everyone. Er sagt, then ich liebe doing nothing. Und ich hasse alle. Ich hasse niemanden, aber niemand ist mir wirklich lieb und er tut nichts dafür. Are, why are you wasting your time? Warum verschwendet ihr noch eure Zeit? Why yes. Not go to the Hijime? Catch the feet of Radhika. Nehmen wir den einfachen Weg und nehmen wir die Füße von Srimati Radhika. He begged there. He is begging there. Dort, wo er, this is the place for Krishna to begging. Wo Krishna bettelt, bei ihren Lotusfüßen, das ist sein Ort, wo er bettelt. And if you take the shelter of Radhika, nothing to do. Zuflucht bei Radhika finden, dann gibt's nichts mehr zu tun. Not 5-10% or 95%, 100%. Nicht 5 oder 10 oder 95%, 100% Zuflucht. What Krishna will do? One story always I say, one lover and one beloved. Was wird Krishna dann tun? Ich erzähle immer die Geschichte von zwei Geliebten. When lover goes to meet beloved. Wenn der Geliebte zu der Geliebten geht, dann nimmt er immer was mit. To please her beloved, he always gives some biscuits. Um ihr eine Freude zu machen, nimmt er immer ein paar Kekse mit. She has one cat and one dog. Weil sie hat eine Katze und einen Hund. Like we are. Wie wir so, solche kleinen Tierchen sind. And then lover give first biscuit to the cat and dog and make happy and they play with them. So, der Geliebte bringt erstmal ein paar kleine Leckerlis mit für die Tierchen und spielt erstmal mit denen rum, damit die Geliebte glücklich wird. And the beloved is looking from the glass what is going on. Und die Geliebte schaut dann hinter der Tür noch. Was macht er da? Then she realizes, oh, this guy is really my lover. He loves my cat and dog even. Yes. Sie sagt, oh, dieser, I have to dieser, give too much love today to her. Dieser Mann ist wirklich mein Geliebter, weil er erfreut sogar meine Hunde und Katzen und ich muss ihm heute sehr glücklich machen. Understand? Versteht ihr die Geschichte? If we are cat and dog of Radhika, Krishna will not take care of me. Wenn ich die Katze oder der Hund bin von Srimati Radhika, würde Krishna sich nicht mehr um mich kümmern. Understand? Yes, Gurudev. Your whole problem will go, yaar. Alle Probleme werden verschwinden. The day you will take this seriously, you will be not doer. You will become doer.
wo wir das wirklich ernst nehmen, werden wir nicht mehr die Handelnden sein, sondern die Beobachter. Yeah. So, Krishna. I know in this group, one is a viewer also. Ich weiß, hier in dieser Gruppe ist einer der Betrachter, der Beobachter. He is not doer. Wer ist es, Gurudev? Wer ist es? He is full in nectar living rasa. Und jemand von euch lebt voll in diesem Nektar, in diesem Rasa. Associate with him. Geht in diese Gemeinschaft. He live in Croatia. Er lebt in Kroatien. Search him. Sucht ihn. And share with him. Und tauscht euch aus. Go. So in the Gita, Krishna says that he bestows his mercy according to the amount of the devotee's surrender. In der Gita sagt Krishna, belohnt die Devotees je nach ihrer Hingabe. Conditional. Ja, das ist mit Bedingungen. Ye yatamam prapatyante. But sweet-natured Radhika gives love to the people of the world without making any distinction. You see? Aber hier sehen wir diese süße, bezaubernde Srimati Radhika gibt Liebe an alle Personen, ohne Unterschiede zu machen. Understand? In this present age, she has descended at Sri Gauranga Mahaprabhu, who accepted her mood and her complexion. You see, mood and complexion. In diesem Zeitalter ist sie gekommen als Chaitanya Mahaprabhu und Krishna hat ihre Stimmung und ihre goldene Ausstrahlung angenommen. Mood. Stimmung. If I follow your mood, anyone, like Priya mood, I follow. Means I took the shelter of her. Wenn ich jemanden seine Stimmung, ihre Stimmung annehme und dieser Stimmung folge, dann bedeutet das, ich habe bei dieser Zuflucht gesucht, bei dieser Person. Following the mood means he is my guru, he is my guide. That mood is everything here. Die Stimmung. What any guru like a Rupa Manjari. Wie Rupa Manjari Stimmung. If you want to read with his book, you will less understand. Wenn du diese Bücher liest, yes. But if you read Raghunath Das Babaji book, you will understand more to Rupa Manjari. Wenn du die Bücher des Schülers von Rupa Goswami, nämlich Raghunath Das Goswamis Bücher liest, wirst du Rupa Goswami noch besser verstehen. If you want to know anyone, wenn man jemanden kennen möchte, which mood they have, welche Stimmung sie from the followers. Dann kannst du das an denen erkennen, die ihnen folgen. Understand. So mood, Krishna took the mood of Radhika. Krishna hat die Stimmung von Radhika angenommen. Das bedeutet? Krishna became a student and she became guru. Krishna wurde der Student und sie ist die Lehrerin. Understand? Second thing more. Und noch mehr dazu, das zweite Wichtige. He is very like a butter, skitty nature. Er ist wie eine Butter, also etwas, eine schlüpfrige Natur, etwas Weiches. So he want to cover himself with Radha. Deswegen hat er sich mit Radharani I never go out from you. Damit er nicht mehr aus ihr rausgeht, eingehüllt. Mahaprabhu. I say one simple, two bread. Ich sagte das so einfach mit zwei Brotstücken. One is down, one is up. Wie ein Sandwich. Ein Stück Toast ist oben und eins ist oben, unten. And put the full butter inside. Or cheese. Mit Butter und Käse füllen das Sandwich. This is Chaitanya. Das ist Chaitanya. Understand? Why I say, when you will eat the cheese, you will remember. Warum sage ich das?
euch, dass wenn ihr mal so ein Käsesandwich esst, dass ihr euch an Mahaprabhu erinnert. We will never forget. Das wirst ihr nie wieder vergessen. And you remember, you will live in that. Und ihr, wenn ihr euch das erinnert, dann werdet ihr darin leben. Understand? When Krishna can do this, and you, if love Krishna, you will not do this. So, wenn what Krishna bei den Lotusfüßen von Radharani Zuflucht sucht und wir lieben ihn, können wir ihm dann nicht auch folgen? Are 20 years you give to Krishna, nothing love come for him to you. Do this, yeah? 20 Jahre habt ihr Krishna geliebt und da ist nicht viel Liebe geflossen. Und jetzt könnt ihr bei Radhika Zuflucht suchen. Do it. Macht es einfach. Kommt in diese Liebe von Srimati Radhika. Understand? Why I say these things that you always come to your mind? I want to involve your mind 24/7 that you automatic comes to you. Warum sage ich diese Dinge? Damit ihr 24 Stunden, 7 Tage die Woche immer wieder über etwas nachdenkt, was euch damit mit Radhikas Liebe verbindet. That is Bhajan Kriya. Und das, wenn wir das machen, dann nennt sich das Bhajan Kriya. Bhajan Kriya, without Bhajan Kriya, Bhajan not working. Ohne Bhajan Kriya, das tägliche sich erinnern an alle Details, dann kann der Bhajan oder die Versenkung nicht funktionieren. Kriya. Kriya heißt machen. Immer senses wieder darum. Have to work on that. All senses has to be active. Alle Sinne da aktiv drin beschäftigen. You understand? What is Kriya? Was heißt Kriya? Das versteht ihr jetzt, oder? Das ganz praktische tägliche Anwenden dieser Meditation in der Verbindung. No time to do anartha. Dann haben wir keine Zeit, uns in unerwünschte Dinge zu vertiefen, in Anathas. Dann Nistakam. Nistakam ist? Dieser feste Vertrauen. Dieses feste Vertrauen kommt dann. And firm faith, I believe, cannot come in bodily consciousness without Sarup. Und dieses kann nicht im körperlichen Bewusstsein geschehen, ohne dass ich weiß, wer ich bin in der Swarup. I practice myself. Ich habe das selber, ich praktiziere das ständig. Without Swarup, my constitutional position, firm faith not comes. Ohne diese wesensgemäße, ursprüngliche Position, Swarup, kommt kein festes Vertrauen. Go on. I so, will be crazy, then I will one point only talking. Go on, my dear. No good, if everything is wonderful. Adikalpalata Nikunjam means that Sri Radha is the wish-yielding creeper of Braja's bower house, fulfilling all the desires of Shyama Sundara and the devotees. So Sri Radha ist die Ranke aller wunscherfüllenden Wünsche in Vrindavans Lauben und erfüllt alle Wünsche von Shyama Sundara und den Devotees. One, Kalpalata, can fulfill all wishes, but Sri Radha is a bower full of such desire vines, indiscriminately showering the surrendered souls with streams of compassion. Surrender soul only. Sie gibt alles, was sie hat, an die Seelen, die ihr hingegeben sind. Sie kann alle Wünsche erfüllen, ohne Unterscheidung. Sri Radha. Go on. Sri Radha is a deep and unbridled ocean of nectarian love. Sie ist ein tiefer, unkontrollierter Ozean der nektargleichen Liebe. Although that nectar flows eternally, the ocean never dries out. You see? Obwohl der Nektar immer fließt, wird der Ozean niemals leer oder trocken. You know this? Ocean has a beauty of
waves. Ihr wisst, dass die Schönheit des Ozeans die Wellen sind. Right? And from the ocean waves are coming. Und vom Ozean, von der Tiefe des Ozeans kommen die Wellen hervor. And the beauty of ocean is the waves. Und die Schönheit des Ozeans sind die Wellen. If there is no waves in the ocean, ocean not beautiful. Ohne die Wellen ist der Ozean nicht wirklich schön. Right, Priya? And if you are not careful near ocean, you are not strongly standing, then waves will bring you inside the ocean. Und wenn man nicht aufpasst und sehr standhaft ist am Strand, dann kann die Wellen einen sogar in den Ozean hineinziehen. And what is the wave? Was sind diese Wellen? Radhika's love. Love is like a wave, my dear. Die Liebe von Radhika, denn die Liebe ist wie eine Welle. Love come like a wave. Liebe kommt in Wellen. And when it comes, it's always coming on and on and on and on. You don't know when waves will come. Und wenn diese Wellen kommen, dann kommen sie und erfassen uns mehr und mehr und mehr. Und wir wissen nicht, wann die nächste Welle wieder uns überschwemmt. Person who like to live in the waves, were very conscious, very careful to check the waves. And flow more and more in the waves. Und jemand, der in diesen Wellen der Liebe lebt, ist sehr bewusst und ist immer sehr vorsichtig, wie man in diesen Wellen immer mehr leben kann und sich immer mehr darin bewegen kann. Who do this? The Manjaris, Gurudev. Rasikas. Die Rasikas macht das. Who understand, leben in diesen Wellen. Who like the waves. Das sind diejenigen, die Wellen kennen und sie mögen. Who is searching for the waves, right? Der die Wellen suchen. Right, Braj Madhuri? Yeah. Yes, right, Gurudev. Yeah. Prem Priya? Yes, it's right. Yeah. Govinda Prem, right? You agree? Yeah. Yeah. Yes, Gurudev, my microphone was out, sorry. Yeah, very good. Yeah. Mohini, all good? Yes, all good, Gurudev. Wow. Yeah, read more, my dear. Shirada is the shelter of all the innumerable devotees of Krishna. Yeah, see? Seht ihr, hier ist es wieder. Sie ist die Zuflucht all der Devotees von Krishna. Are you read Prabhupada Bhagavad Gita? Das können wir auch in der Bhagavad Gita lesen. Im 10. Kapitel, den 10. Vers. When you will assign with Krishna. Wenn wir uns Krishna wirklich zuschreiben. Nobody assigned Krishna. Are when Krishna you assign, hat sich noch niemand. One contract, only you read the contract. Wenn man einen Vertrag unterschrieben hat, liest man dann nur den Vertrag? You read up before. After signing, you not read every day. Den liest man einmal, bevor man unterschreibt, und danach liest man den nicht wieder jeden Tag. And you, when you read sign, then you not, if you contract for the flat, you not go to see other flat. Und wenn man sich einmal für eine Wohnung entschieden hat und den Vertrag unterschrieben hat, dann guckt man keine andere Wohnung mehr an. What you say? I have signed the contract, done. Oder ich habe den Vertrag unterschrieben und bin jetzt fertig. And one person not signed the contract. Und jemand hat noch keinen Vertrag unterschrieben. They are homeless, Gurudev.
why you are reading every day Krishna, 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 Krishna? Because you know, sign with Krishna is still contact. You're still doubtful. Warum lesen wir immer noch und verstehen immer nur Krishna, 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 Krishna? Weil wir immer noch irgendwie den Vertrag nicht wirklich unterschrieben haben. Haben wir immer noch Zweifel? Read 10:10 Bhagavad Gita. Da steht im 10. Kapitel, im 10. Vers der Erläuterung von Bhagavad Gita. When you will sign the contract. Then your alternative goal. Alternative goal? What? Ultimate goal. Sorry, my English is bad. Then ultimate goal will come to you. So, wenn wir einmal unterschrieben haben, dann kommt das letztendliche Ziel auf uns zu. I know the ultimate goal is Krishna. What ultimate goal will come to me again? So, ich weiß doch, dass das letztendliche Ziel Krishna ist. Was soll denn da noch kommen? Hare, just you have to sign the contract and you're done. Then ultimate goal will come to you. Yaar. Still not, you have nothing to. You have a long way to go. Prabhupada says it takes very slow time to reach after ultimate goal. That will take time to go. Es braucht manchmal noch Zeit, das ultimative Ziel zu erreichen, wenn wir nicht wirklich unterschrieben haben. Das heißt, wenn wir Krishna anerkennen, dann wird er uns zu Radhika führen und sie wird uns mit ihm verbinden. Right, Sunidhi? Yes, Gurudev. Trying. Is right or not? Yes, we have to sign the contract with Krishna and he will bring us to Radhika and she will give us her service to him. No, that is hidden. You don't say Radhika. Prabhupada, okay. No Radhika. Radhika ist ja noch versteckt. Das sagen wir noch nicht mal. Hat Prabhupada jetzt nicht direkt so gesagt. He says, Germans are very researched. They will research it. What is my ultimate goal? So, wir sagen, die Deutschen, ja, Wissenschaftler, die werden jetzt suchen, wo ist mein letztendliches Ziel. If they are German, they will find it out. Wenn sie wirklich Deutsche sind, werden sie es herausfinden. Right. Many will not find it. They will only turn move here. That is your day. Viele werden sich im Kreise drehen, aber das ist eben unsere Zeit, die wir da verbrauchen. And you are real intelligent. You will research and find. Aber wenn wir wirklich intelligent sind, dann werden wir das untersuchen und es auch finden. You are our intelligence, Gurudev. No, no, no. When I start my schooling. Als ich mit der Schule anfing. I was studying in Notre Dame Academy. Da habe ich in einer Akademie gelernt. Notre Dame Academy. Notre Dame Academy. It was like 47, 48, I don't remember. That time, this was started by German. Und diese Akademie hatte ein Deutscher angefangen. Mission. In einer deutschen Teacher war German. Und alle meine Lehrerinnen waren Deutsche. Nonnen. Nuns, na gut. Nuns, totally strong nuns. Das waren ganz starke Nonnen, starke deutsche Nonnen. So by from childhood only have association with the Germans. Nuns. You all are my teachers. You are also my teacher. Ihr seid alle meine Lehrer, weil ich wurde von Kindheit an von deutschen Nonnen unterrichtet. And I feel proud. Und das macht mich stolz. You know, Ishwari from Germany, she said, die eine Devoti-Frau aus Deutschland, Ishwari, sagte, you are my teddy bear. Du bist mein Teddy Bear. So, yes, I say yes. You are German. He was a childhood teddy bear of the Germans.
Und ich war von Kindheit an immer der Teddybär von den deutschen Nonnen. Ja. Yeah. They are my teachers. Sie sind meine Lehrerin. Yes. So, you gifted intelligence. Ihr you have to research. Ihr seid geschenkt mit dieser Intelligenz. For the ultimate goal. Ultimate goal. I say alternate goal. Ultimate goal. Sorry. My ultimatum. Yeah. Yes, we understand what you mean, Gurudev. Gurudev sagt, dass wir eben dieses letztendliche Ziel finden dürfen, was Prabhupada in der Bhagavad Gita uns gibt durch Krishna. Oh my God. Is it 5:30 or 6:30? 5:30. Okay. The time is there. Time is eternal, Gurudev, in your association. So, O saintly mind, take shelter of the holy name of Radha. Always you write in the someplace paper, saintly mind, that you remind yourself. Wir schreiben uns das auf die oberste Seite unserer Klassenaufzeichnung. Der heilige, geheiligte Geist ist unsere Ausrichtung. Take shelter of the holy name of Radha. Nimm Zuflucht beim heiligen Namen Sri Radha. This holy name has one enchanting nature, Manjuswabhav. Wow. You need more, yeah. And Sri Radha has directly descended in the form of the syllables of the holy name. Sie ist heruntergestiegen in dieser Form der Silben ihres heiligen Namens. You know? Yes? This Mahamantra is also Radha name. Wisst ihr, dieser Mahamantra, das ist auch Radhikas Name. You know this? If you know, it's very good. Wenn ihr das wisst, no. I only know Hare means to embrace Krishna, Gurudev. To Krishna. But who can do this? Wer umarmt denn Krishna? Who can embrace Krishna and Krishna become mad? Wer kann Krishna umarmen und er wird ganz außer sich verrückt? Shri Radha. Shri Radha. Krishna not embracing. Somebody is embracing to Krishna. Hare Krishna. Jemand umarmt Krishna. Er umarmt sie nicht, sondern Hare Krishna. Sie umarmt ihn. If you embrace someone, wenn du jemand umarmst, surprisingly, das ist eine Überraschung von hinten vielleicht. Other is not prepared for that. Und die andere Person ist nicht darauf vorbereitet. Then, anyhow, you embrace it. But so, again, you want to strongly embrace, then you say, Hare. Double embracing. Einmal umarmen und dann nochmal ganz stark, die doppelte Umarmung. Hare. You want to take more close to that. Du willst die noch näher an dich ranholen. Right or not? You don't want any gap between. Du möchtest nicht, dass da irgend noch was dazwischen wäre, irgendein Zwischenraum, sondern ganz, ganz eng. So Radhika don't want to leave any gap between her and Krishna. So Radhika möchte, dass da kein einziger Lufthauch mehr ist zwischen ihr und Krishna im Mahamantra. Hare Krishna. Again, double, more embracing. Hare Krishna. Good time. No so gap. Zweimal umarmt sie ihn ganz, ganz stark. And Krishna was not prepared for that. Und Krishna war darauf gar nicht vorbereitet. But he's in. Aber er ist jetzt in ihr. Who covered? Radha covered to Krishna. Wer hat ihn umhüllt? Radharani's Liebe, sie umhüllt ihn. If somebody covers you, wenn jemand dich umhüllt,
very difficult to catch from inside too. Wenn man innen drin ist, kann man da gar nicht mehr sich wehren oder noch was tun. But Krishna also try from inside to Krishna, Krishna, Hare Hare. Also Krishna. He tried from inside to embrace the house. In der Umarmung von Sri Radhika versucht jetzt Krishna, Krishna, Hare Hare zu umarmen. You know, this is the meaning. Das ist die Bedeutung. This is more than only telling Radha to meditate in this exchange of love. Das ist so besonders, dass man nicht nur Radha sagt, sondern in diesem Mahamantra ist dieser Austausch der Liebe zwischen den beiden und darüber zu meditieren. Highest exchange of love, you meditate. Und dann meditieren wir über den höchsten Liebesaustausch. And you can feel their feelings, how much they are in the exchange of the love. Und wir können dann daran teilhaben, ihre Gefühle zu fühlen und wie sehr sie in diesem Liebesaustausch sich lieben. To grow, and to me, what is totally empty, to make some softness inside. Damit ich, wo ich jetzt so leer bin, damit es in mir weich wird und sich öffnet für diese Liebe. You cannot do, they are doing for helping us. Sie, wir können das gar nicht machen, aber sie machen das für uns, um uns zu helfen. Wir können das nicht produzieren. How much they have love for us. So viel Liebe haben sie für uns. What is this? When the two become one, that is Chaitanya. Und was geschieht dort, wenn die beiden sich vereinen und eins werden? Daraus entsteht Chaitanya. Inside also Radha, mood is Radha, and cover is also Radha. Innerlich ist die Stimmung in der Stimmung von Srimati Radhika und äußerlich auch die Umhüllung mit ihrer Liebe. Very good. This line you explained nicely. But now my test you will take, because he said Ramachandra, Ram, Ram, Hare, Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare, Hare. Now how you will explain this? Wie wird man jetzt Ram, Hare, Hare erklären? This is Ramachandra, na? Ist das Ram, Ramachandra? No, Ram ist Radhika, Guri. Radha and Mohan. In his, they teach many places Rama is Balarama also. An einigen Stellen haben wir das gelernt, dass Ram auch Balaram heißt. Ram is Ramachandra. Right or not? Ram Ramachandra heißt oder Balaram, haben wir schon mal gehört. Right or not, Tabi? Yes, we have heard this in our previous lifetime. In this life or previous? I'm just joking, Guru. Yes, we have heard this explanation. I also listened. Ja, ich habe das auch schon gehört, sagt Guru. But Ram is the Bija Mantra of Radha. Aber Ram ist auch der Bija Mantra, der ursprüngliche Mantra von Srimati Radhika. Radhika covers that. So hat Radhika diese Hülle von Chaitanya oder von Krishna gemacht. And Radhika, Ram is the Ramanaiti Ram. They are not sitting. They are always in Raman, like Radha Raman. They are always in Raman. They don't sit idle. Raman bedeutet 24/7 they are in the loving exchange. Dass sie immer 24/7 in einen liebevollen Austausch sind. Sie sitzen nicht irgendwie so rum, sondern sie sind immer in Radha Raman, in dem liebevollen Austausch ihrer Liebe vertieft. That is Rama. Ramanam. Das, all time Ramanam. Ramanam bedeutet immer. Whether they are in separation or not, Gurudev. Whether they together or separation, it doesn't matter. Are they?
suppression, more feelings of meetings. Wenn sie sogar in Trennung sind, ich fragte, ob das in der Trennung auch so sind, dann kommen noch mehr Gefühle dieser Verbundenheit. More intense become. Dann wird das noch intensiver alles, diese Gefühle. If you want to test, you keep 1 week deep distance from your lover. Wenn ihr das mal erfahrt habt oder erfahren wollt, wenn ihr einen Menschen sehr liebt und ihr seid von diesem Menschen getrennt, dann werden die Gefühle noch tiefer und noch intensiver. So, here Radha Krishna in this pastime embracing each other by looking this Hare Ram too. Ra means Radha, Ma means Madhava, Mohana. They are one, they become one, Brahmanam. Hare Ram, Hare Ram. Hare, manan, like a manjari, they are attracted with this, looking this, manjari. They want to only see this, think this. Die Manjaris, die das sehen, Hare, das sind die Lebewesen, die kleinen Teilchen. Ram, sehen dann dieses Lila, diesen Liebesaustausch. Sie wollen nur darüber meditieren und sind dazu angezogen und werden dazu hineingezogen in das Lila. Ja. They cannot want to move their mind and eyes and feelings from that. Sie können sich davon gar nicht mehr wegbewegen. Ihr Geist, ihre Augen, ihre Gefühle sind immer dort. Hare Ram, Hare Ram. Understand? This is Hare Ram. Das ist Hare Ram. Manjari is crying, how I can be more close to you, how I can be more close. Die Manjari weint, wie kann ich euch noch näher kommen, wie kann ich noch näher sein? Then, Ram, Ram, Hare, Hare. Then come. Und sie sagen dann, Ram, komm doch, komm. Ram, Ram, both are, say, come, come. Beide dance sagen, komm, tanz mit mir. You also embrace. Du kannst auch both mit umarmen. Ram, ja. Ram, Hare, Hare. Understand? Claro? Clear? Yeah. They are inviting us, Gurudev, in their embrace. Sie laden uns in ihre Umarmung ein. Yeah, sie laden. Some questions maybe, Gurudev? Ja. Hat jemand noch Fragen? Ich kann auch übersetzen. Tarun Baba ki jai. Now I see you, yaar. Alles good? Yes, Gurudev, everything fine. Yeah. Yeah, wonderful. Ante. What a wonderful class, Gurudev. Beautiful. Thank you so much. Gurudev. Yeah. So nice. Radhe. Yeah, thanks. Yeah. Yeah, thank you. No, thank you, Gurudev. Very nice. You are there. Thank you. Gurudev, may I say? May I ask a question? Yes, sir. Can I, Baba? My Kishori, forget me. Can I, Baba, forget me? Sorry. Gurudev, one question. Yeah. I sometimes listen that bhakti is the path of grace, like a pushti mark, but we are always trying to practice something, but how we can try to, or what is the, how we can feel this grace or go in this? Pushti Mark, what is meaning of Pushti Mark? Was ist die Bedeutung von Pushti Mark? So die Frage war, doch Bhakti ist der Weg der Gnade. Wie können wir es immer spüren und wie können wir das verstehen? Pushti Mark, the mother is caring to the child. Im Pushti-Mark kümmert sich die Mutter um das Kind. This is Pushti-Mark.
Das heißt Bushdimark. Understand? Some like a, nobody can care God, right? Niemanden kann sich doch um Gott kümmern, oder? But mother can care the, even the God. Aber eine Mutter kann sich auch um Gott kümmern. Lover can care to his darling also, and darling can care to the his partner also. I don't know the use of the word. So der Geliebte kümmert sich um den Geliebten. Darling to the darling. Darling to the dear and dear to the darling. Na? So das die Geliebte oder das Darling kümmert sich um den Geliebten und umgekehrt. This is Pushtimark. Understand? Yes. Das ist die Süße der Liebenden, die sich umeinander kümmern. Das heißt Pushtimark. Is it natural? Es ist etwas Natürliches. Kishori has a nature to invent in cooking. So, Kishori your hat immer wife, neue Rezepte. Your darling has a inventing cooking. Dein Darling special. Immer neue leckere Rezepte für dich. Why? This is Pushtimark. To make happy to warum? His dear. Weil wir wollen unseren Geliebten immer glücklich machen. Das ist Pushtimark. Understand? And only possible unconditional love. Unconditional love is important. No condition, yeah. Dabei spielt eben diese bedingungslose Liebe die große Rolle. Not talking, doing is a Pushtimark. Practical. Man redet nicht darüber, sondern man ist praktisch. To Mahaprabhu introduce all Marga to the Raga Bhaktas. So Mahaprabhu hat also die also everything do. Hat alles für uns sozusagen gebracht. Advaita Vishishti bring here in Gaudiya. What Gurudev say again? Advaita Vishishti like Archana. Ah, the Advaita. Not important. Archana Padati. It's the Archana Weg. Von den Goswamis, the Archana Padati Weg. This is coming from South India. Das kommt aus Südindien. What best you can do for your lover, do it. Aber was man bestens für den Geliebten tun kann, das gilt es zu tun. Right? And what your dear want to do for beloved, do. That create more love. Pushti fix the test of the love. Pushti heißt auch, fixiere den Geschmack deiner Liebe und dann in erhöhe die Liebe. It increase your love. Right? Die Liebe erweitern und immer höher erscheinen. Sri Radha. Gurudev. Yeah. Also what I was thinking, this is a wonderful question, that actually everything we practice is pure grace, is of mercy. This we have to, I sometimes forget, but actually I want to be aware that everything I do is a result from grace. We cannot go on Pushtimark and Raganuga Bhakti without this thinking that it is grace. All actions are resulting out of mercy. Yeah. Alles geschieht aus Gnade. Auch das, was wir tun, ist die Gnade, sagt Harun. In diesem Bewusstsein zu leben, ist wichtig. And mercy flow in love, not in philosophy. Und die Gnade lebt in der Liebe, nicht in der Philosophie. Philosophy, Narayan Maharaj say, all ritual injunction, keep it one side. It will not work. Und die Philosophie und alle rituellen Anweisungen, die können wir an der Seite lassen, sagte Narayan Maharaj. Sie werden uns nicht die Rabe abholen. Then disciple asked, then what we need? Was brauchen wir denn, fragten die Schüler. Only one thing. Nur eine Sache. Greed. Die heilige Begierde danach. And one time, you cannot create 25 greed. One greed at one time.
und immer nur eine Ausrichtung. Man kann nicht sich auf 25 Sachen gleichzeitig konzentrieren. Like my Gaurasundar. Right, Gurudev. When he make buy one building, he only fix that building. And then he think for other things. That is the one by one. One grid at one time. So, wenn der Gora ein Haus gekauft hat, dann repariert er eins und nicht noch ein anderes, sondern immer eins nach dem anderen. So, he is cook in my Radhika's kitchen. So, he is always cook. Yeah. Er kocht immer in meiner Radharani's Küche. Right. Sometime he want holidays, but I okay, sometime go. Manchmal braucht er noch Urlaub. Ich sage, okay. No need holidays. Done. All done. Ist alles fertig jetzt. All finished. Now the last house is coming, Gurudev. Yes. No. Last house is meaning Radharani's kitchen, building big. Very good. Another account. Yeah. Grande. Yeah. Gurudev, I have one question. You explained so nicely the Mahamantra. So, Rama, could this be also in the connection of Radharani's Madanakya Mahabhav? And that because it's changed. Yeah. Rama. What feeling you're coming? Say me. I feel that in this exchange, the leading power is Radharani's Madanakya Mahabhav. So it's good to meditate on that. Always she is leading. Krishna never can lead. Radharani. Krishna, Radha is embracing to Krishna. He is the leader. Im Mahamantra ist Radharani die Erste, Hare Krishna, sie umarmt ihn. Und auch in Ram, Madanakya Mahabhav, in dieser höchsten Stimmung der Intimität, ist auch sie immer die Anführerin, die Führerin von Krishna. From beginning, Hare Krishna. Hare is first, then Krishna. Immer Hare zuerst und dann Krishna. And Shri also. Shri, Shri is also Radhika. Shri ist ja auch Radhika. Shri Krishna. Hare, without Shri, no meaning of the beauty. Shri is Radha. Shri ist Radha. Ohne Shri keine Schönheit. Shri means? Shri is a womanly trait of nature. Shri is the highest. Shri. Shri ist die höchste. Shri make you to living. Shri gibt uns das Leben. This is Madhakya, my dear. Beautiful, my dear Gauravani. Gauravani, sehr schön. You see, this is Rasika feeling. Das sind Rasika-Gefühle. Danke, Ma Gauravani. We have to thank you because you are giving us this idea. No. We realize, and we have to many things come by realization. That realization, one is imagination. So, diese Verwirklichung, die sind wichtig. Eins ist die Einbildung. Anandas Babaji always say, imagination. Anandas Babaji sprach von dieser Vorstellungsgabe, die wir haben. One day I doubt, why he say imagination? Und ich hatte das einmal angezweifelt. Wieso sagt er das, diese Vorstellung? Also why to imagine? Warum soll ich mir was vorstellen? Then night time, I say, if you not imagine a spiritual thing, then material thing you will live in imagination. Und in der Nacht wurde mir dann klar, wenn man sich nicht spirituelle Dinge vorstellt, dann lebt man in seinen materiellen Vorstellungen. War klar. Right, Tarun? Change your imagination basic thing. You have to change from imagination. Don't
bother for material imagination, ja? Kümmert euch nicht um die materiellen Vorstellungen. Geht auf die spirituellen Vorstellungen. I'm listening from Srivas every day, learning from him. Und jeden Tag höre One ich day doubt come to me, you see? Einmal habe ich gezweifelt. Why to imagination, imagination? Then? Warum immer Vorstellung, Vorstellung? Then other imagination start coming. I said, because of this. That material imagination comes so influenced to me that we have to change this material imagination by listening a sweet pastime of Radha and Krishna. Geht also darum, die materiellen Vorstellungen auszuwechseln mit den süßen Spielen von Radha und Krishna. Then we will go from the old imagination in new imagination. Dann werden wir von den alten Vorstellungen in die wirklichen Vorstellungen eintauchen. Jai, jai. Anandas Babaji ki jai. Ki jai. Basic thing is imagination. So, das ist die Urquelle, die Vorstellungskraft auf Radhas Liebe und Krishnas Liebe zu richten. And when this imagination changes, life starts moving. Und wenn das sich wandelt, dann wird das Leben sich weiterentwickeln. We start checking to myself. Das sind Prüfpunkte. Wo liegt meine Imagination, meine Vorstellung? Why? He said 24/7. Und warum heißt es 24 Stunden, 7 Tage die Woche? Young boy, Jugal Kishore, when he come, he said, Baba say, Anandas Babaji say, 24/7. I said, I don't understand 24/7, yaar. Ein junger Mann kam und sagte mir, dass, oh, der Baba, Anandas Baba, der sagt 24/7. Und ich sagte, ich verstehe das gar nicht. My Jugal, please explain me. Mein lieber Jugal, erkläre mir das. 24 hours. Das heißt 24 Stunden. And all 7 days. Immer 7 Tage die Woche. In diesem Bewusstsein. 24/7. Das heißt 24/7. I never forget these Jugal words. Und ich werde seine Worte niemals vergessen. And it start from imagination, yeah. Und es begann mit der Vorstellung. Imagination make you to feel. Und dies wird uns in die Gefühle bringen. Die Vorstellungen bringen uns in die Gefühle. To realize. In die Verwirklichung. Gurudev, in the material world, they say fake it until you make it. Yes, realization. When the realization comes. Wenn die Verwirklichung kommt. Dann, Dharan. I don't remember. And Dharan, goes to Samadhi. Dhubai Smriti. Dhyan Dharan Smaran. Dharan. Dhubai Smriti. And then Samadhi. Dann kommen die Stufen der Meditation. Beginnt mit Dhyan. Always one-pointed. Dhyan bedeutet immer einpünktig ausgerichtet zu sein. Dharan means to accept it. Und daran bedeutet es anzunehmen. Avaran, cover yourself in your Das ist wie das Kleid, in mein Kleid meiner Seelenkörper. I accept it in my sarup that I have to be that. Ich akzeptiere das, dass ich das bin. Eine Dienerin von Srimati Radhika. Dhruva Smriti means Dhruva is never moving. He is fixed, one-pointed. Dhruva Smriti. Today here, tomorrow there. No. Fixed. Auf Dhruva, das ist ein Fixstern. Das ist jemand, der sich nicht mehr verändert, der immer an einem Punkt ausgerichtet bleibt. Huh? Polestar. Yeah. Polestar. What? Dhruva means Polestar. Polestar. Genau, der Polarstern, der bleibt immer in seiner Position. Fixed. Fixiert. Everything you do in Samadhi stage. Your eyes is open, eyes closed, no meaning. Alles, was du tust, wird dann in diesem Samadhi, in diesem Zustand, dann Einheit sein, ob du deine Augen geöffnet hast oder geschlossen, spielt keine Rolle mehr.
you know, need to fix and meditate in one room. No, samadhi stage. Yeah. Der Samadhi ist dann dort, immer wo du bist. Du brauchst dich nicht mehr in ein Zimmer einschließen und allein sein. Like Tarun Baba, anything you want to add, I forget some points. Noch was dazu sagen? No. Perfect. Very nice, Gurudev. Beautiful. My teacher now, every day teaching me, Raghunath Dasji. And Bansi, morning Raghunath Dasji, and evening Bansi. Shrivas to me. Send me Shrivas. I'm Shrivas so und Raghunath oder Bansi das. Du hast ihn auch zu mir geschickt. Ich bin dir sehr dankbar. You see, German help from my childhood to always. Die Deutschen halten mir schon immer von Kindheit an. Teddy Bear. I'm the Teddy Bear of German. Ich bin der Teddy Bear der Deutschen. Sometimes they say bad and sometimes they love me also. Manchmal sagen sie Schlechtes über mich und manchmal lieben sie mich. Guldev, can I ask one question about Mahaprabhu's? Yeah. There's one thing. My mind was thinking how to concile this, that actually I have heard from my Gurudev Narayan Maharaj that the Navadvip Leelas are the sweetest Leelas in his pastimes. But on the other hand, when I think that Mahaprabhu is marrying Lakshmi Priya and Vishnu Priya, I think this is more the Vishnu Avesh. Actually, I never go detail. One day when I am chanting, actually I don't believe Nitai Gaur before. Ich habe noch nie an Nitai Gaur geglaubt früher. Only I believe Radha Mohan. Ich hatte immer nur Radha Mohan in meinem Sinn. So one day I am chanting. Einmal habe ich gechantet. And I am listening the Kirtan of Mahamantra also. Und ich hörte den Kirtan von Mahamantra. And by listening, I'm looking in that Kirtan that Nitai is coming out from Radha Mohan. Und auf einmal sah ich während des Kirtans, wie Nitai aus Radha Mohan hervorkam. Then I say, where is Gauranga? Und ich dachte, and I'm Gauranga? Looking. I never see. Ich habe ihn nie gesehen. A human like this is a very high dance. I cannot explain their actions and everything. Divine. I see pure Nitai. Ich sah diesen göttlichen Tanz von Nitai. Ich kann das nicht mal in Worte fassen. And slowly I see Gauranga is coming out from Radha Mohan. Und dann sah ich auch, wie Gauranga rauskam aus Mahaprabhu. From that day, I meditate. There is no difference of Gauranga, it's Radha Krishna, and Nitai is his Shakti, Anang Manjari. It's coming out from Radhika to check us, to make qualified from Rupa and Rati Manjari, that I can prepare myself to serve Radha and Mohan. Und zu diesem my Instadev is Radha Mohan, my dear. Mein Instadev ist Radha Mohan und ich habe zu diesem Moment verwirklicht, dass Radha Mohan sind nicht unterschiedlich von Gauranga und Gaurangas Shakti oder die Erweiterung ist Nitai und der ist hier, um uns zu helfen, dass wir uns weiterentwickeln können und überprüft uns auf unserem Weg. So I get my Nitai Gaur also in Vrindavan. So habe ich mein Nitai Gaur eben immer in Vrindavan auch. So I'm very happy here. Ich bin hier sehr glücklich. Desire to find Sarisa Shimaj. I got it. I don't know much. I got it. Ich habe das so bekommen. Ich weiß nicht viel mehr darüber zu sagen. Yeah.
Yeah. They are going to the Radhe. Radhe, Radhe, go.